Werbung war das nicht gerade für Bundesliga in der Europa League. RB Leipzig zeigte beim 1:1 in St. Petersburg zwar eine gute Vorstellung, musste aber dennoch zittern. Borussia Dortmund verhinderte derweil beim 0:0 in Salzburg eine Niederlage, zeigte dabei aber eine schwache Leistung, am Ende nichts wert war. In der Addition mit den Hinspielen halten nun immerhin noch Roten Bullen aus Leipzig Flagge der Bundesliga in der Europa League hoch. Was Auftritte von RB und BVB zutage förderten, erste. Golexi hält den Viertelfinaleinzug fest, gefühlt war es Halbzeit der Offensivkräfte bei RB Leipzig. Unaufgeregt und überlegt spielten Timo Werner, John, Kevin Augustin und Emil Forsberg im ersten Durchgang Chancen heraus. St. Petersburg ließ den Gästen Räume offen. Der wichtigste Leipziger Akteur stand allerdings zwischen den Pfosten und hieß Peter Gulexi. Der Schlussmann erstickte Torhoffnungen von Zenit im Keim, indem er vielen hohen Bälle souverän aus der Luft pflückte. Kam der Klubs aus der russischen Premierliga mit langen Flanken in den 16er oder nach Standards gefährliche Inzone, war auf Gulexi Verlass. Die gute Vorstellung des 27-Jährigen gipfelte in einer sehenswerten Rettungstat, als er einen Direktschuss von Emiliano Rigoni mit den Fingerspitzen über Latte hob. Zweite Leipzigs Chancenverwertung lässt zu wünschen übrig. In der zweiten Hälfte machten Roten Bullen weiter munter Betrieb vor dem Tor der Gastgeber, 4:2 Torschüsse. Es fehlte den Leipzigern allerdings an der Keilschneuzigkeit der letzten Konsequenz und auch ein bisschen an Glück. In einem Radius von wenigen Metern innerhalb des gegnerischen Strafraums schoben sich Werner und Co. Bälle hin und her, anstatt selbst den Abschluss zu suchen, verstolperten das Spielgerät oder legten es sich den entscheidenden Tick zu weit vor, Forsberg. Und dann scheiterte Werner in der 82. Minute auch noch per Foul-Elfmeter an Andrei Lünev, so dass Leipzig bis zum Abpfiff zittern musste. Selber schuld, sei man da, gab RB-Coach Ralf Hasenhüttl zu, man muss früher das Ding klar machen. Bis zum ersten Europa-League-Viertelfinalspiel der Vereinsgeschichte lautet Devise also, an der Chancenverwertung arbeiten. Peter Gulexi hält für RB Leipzig, Imago Dritte. Birki rettet, was nicht zu retten ist. Auch in der Partie des zweiten Bundesligisten war es der Torhüter, der herausstach. Korrekterweise müsste man sagen, nur der Torhüter. Allein Roman Birki ist es zu verdanken, dass Borussia Dortmund, zumindest dem Ergebnis nach, nicht völlig untergegangen ist. Während restlichen 10 Spieler im schwarz-gelben Dress eine traurige Vorstellung ablieferten, sprang sich der Keeper schwindelig. Parade im linken Eck, Hechtsprung ins rechte Eck. Birki blieb keine Verschnaufpause, der Keeper war überall zur Stelle. Ob Befreiungsschlag aus der eigenen Hälfte oder Klärung beim Herauslaufen, es war ein arbeitsreicher Abend für den 27-Jährigen. Der Schweizer bewies, dass er an guten Tagen auch ein gutes Auge hat. Nach einem völlig missratenen Pass im Spielaufbau von Sokratis auf den Axel Sagadu antizipierte Birki Gefahr und vereitelte Chance von Hwang Hee-chan geistesgegenwärtig. Immerhin ein Dortmunder, der sich in Salzburg der europäischen Bühne würdig erwies. Birki rettet dem BVB das Remis, das Weiterkommen freilich konnte auch er nicht erzwingen. 4 Stöger nimmt Reus und Götze runter, Peter Stöger zog alle Register, um das Ruder noch rumzureißen. In der Halbzeitpause setzte der Österreicher ein bemerkenswertes Zeichen, der Trainer tauschte einen Teil seiner Offensive aus. Alexander Isak und Maximilian Philipp kamen für Mario Götze und Marco Reus aus den Katakomben. Vor dem erfahrenen Mittelfeldspieler und dem Linksaußen war über gesamte Länge des ersten Durchgangs kaum etwas zu sehen. Warum also nicht ein deutliches Signal an Mannschaft senden und frischen Wind auf den Platz bringen? Schließlich konnte es nur besser werden. Die erste Halbzeit war ganz schlecht, gestand sich Stöger ein. Doch auch der Aktionismus des Coaches trug keine Früchte, weder Youngster Isak noch der kürzlich genesene Philipp konnten sich auszeichnen. Man muss Stöger aber wohl zugestehen, er hätte an SEM-Abend in Salzburg wohl mit keiner Wechselstrategie das Aus verhindern können. Video, Player to Watch, sticht Petersen Gomez auch auf dem Platz aus.